Moin Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja Leute, wie ihr vielleicht am Thumbnail oder hier jetzt schon gesehen habt, machen wir heute ein Premium Pack Set Nummer 2 auf. Und tatsächlich habe ich zwei davon gehabt. Und das eine habe ich schon aufgemacht. Für mich selbst, einfach abends mal. Und ich habe tatsächlich aus dem Ding ein Secret Rare gezogen, was ganz witzig ist. Das Ganze natürlich nicht aufgenommen, aber der ist aus dem zweiten Premium Pack. Sehr nice. Und tja, die Dinger lohnen sich doch manchmal. Also in diesem ganzen Premium Pack ist eine Promokarte drin, oder besser gesagt eine Promokarte zweimal. Eine Gogeta Promokarte. Und vier Booster Packs vom Set 11 Vermilion Bloodline. So, und dann versuchen wir das Ganze einfach mal aufzukriegen. Das ist ein bisschen einfacher, denn das ist nicht eingeschweißt wie die Boosterboxen zum Beispiel. Und da haben wir schon mal die Gogeta Promokarte. Es ist eine rote Karte, 19k Power, 3-Drop und Critical. Die Karte hat außerdem einen Auto-Effekt. If your leader card is red, when this card is played, choose up to one of your red unison cards and add one marker. Das heißt, wenn deine Leader-Karte rot ist und du diese Karte hier spielst, kannst du auf deine rote Unison-Karte, die du vorher gespielt hast, einen Marker dazu tun. Dazu hat die Karte auch noch ein Activate Main. Für eine rote Energie kannst du eine rote Battle-Karte von dir auswählen mit 20k Power und in deine eigene Drop Area reintun und dafür diese Karte spielen, sozusagen für ein Energie, wenn du vorher eine 20k Power Karte im Spiel hattest. So, da haben wir die vier Packs. Da haben wir tatsächlich alle vier Pack Arts. Sehr schick. Und wir beginnen heute mit Dark Broly. Mal schauen. Also die Chancen sind wahrscheinlich gering, dass wir hier noch ein Secret Rare rausziehen, da ich aus dem anderen Premium Pack schon ein Secret Rare rausgezogen habe. Aber irgendwie ein Super Rare sollte uns zumindest hier, denke ich, garantiert sein. Ach, das ist gar nicht voll. So, da ist die. Sehr schön. Super Water of the Gods, vollkommen Reverse. Und dahinter haben wir, ja, Super Rare Super Saiyajin 4 Vegeta, Rise of the Super Warrior. Gut, dann wollen wir mal nicht hoffen, dass das hier unser einziger Pulver aus dem Premium Set, denn, also es ist tatsächlich so oder so, wenn man kann eben Glück haben und hier ein Secret Rare rausziehen oder man hat halt in einem Premium Set für, ja, sagen wir mal, ja, für etwa 15 Euro vier Packs und kriegt dann eine Super Rare. Da hat man dann unter Umständen eher ein bisschen mehr Glück beim Ziehen, wenn man vier Einzelpacks kauft. Aber wie ihr jetzt auch wisst, es ist möglich, dass da ein Secret Rare drin ist. Voll Reverse Dabura. Und, Alter, was sind das? Was sind das für Special Packs, Leute? Okay. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe hier zwei Special Packs gehabt. Und jetzt habe ich aus einem ein Secret Rare gezogen. Und aus dem anderen ein Super Rare und eine Special Rare. Dark Broly Overwhelming Evil. Das ist die dritte Dark Broly Overwhelming Evil Karte, die ich jetzt gezogen habe. Sehr nice. Gut, dann lass uns mal ins letzte Pack starten. Und mal sehen, was wir hier noch rausziehen. So, Broly Saiyan Youth. Dann haben wir Babidi. Leader-Karte mit Majin Vegeta, Dabura, 3-Star Ball, Piccolo, Zoldo, Super Saiyan Goku,
kleine Staffel. Son Goku, Lida, Nappa mit Bart und Haaren. Broly, Rare, Reverse. Auch nice und recht, sagen wir mal, selten. Und ja, ganz witzig. Dahinter direkt die Nonfoil-Variante. Jetzt könnt ihr mal direkt den Unterschied sehen. Die Foil-Version sozusagen in Full Art, wenn ihr das hier seht. Hier fehlt das und hier sind wir bis über den Rand. Also so eine Full Art Version der Rare Karten. Gut Leute, das würde ich als erfolgreiches Video bezeichnen. Wir haben hier heute wieder recht gut aus dem Premium Pack gezogen. Also wenn ihr euer Glück testen wollt, dann holt euch doch auch einfach mal so ein Premium Pack Set Nummer 2. Schaut bei Sapphire Cards vorbei, da kriegt ihr mit meinem Code DEOSTRAIN 2 noch ein paar Prozente und vielleicht habt ihr ja genauso viel Glück wie ich. Ne? Ein Secret Rare und ein Special und ein Super Rare aus 2 Premium Packs. Was will man mehr? Leute, und dann habe ich noch was Cooles. Ultimate Guard hat mir ein paar Katana Sleeves zugeschickt. Also was heißt ein paar? Ja, das ist noch nicht alles. Genau. Die Sachen werde ich in einem kommenden Video an euch verteilen oder verlosen sozusagen. Also wir werden ein kleines Giveaway machen hier mit den Katana Sleeves. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche eure Lieblingsfarbe ist. In Spult ein bisschen zurück, da könnt ihr mal sehen, welche Farben alle dabei sind. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was so eure Lieblingsfarbe an Sleeves ist, was ihr benutzt. Benutzt ihr immer nur die gleichen Sleeves? Was für Sleeves benutzt ihr überhaupt? Und dann bleibt dran auf dem Kanal, denn da wird noch ein Video kommen, wo wir uns die Katana Sleeves mal genauer angucken. Und auch eine Playmat und andere Verstauungsmöglichkeiten für eure Karten, also sowas wie Binder. Leute, damit beende ich das Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da für diese Pulse. Abonniert meinen Kanal gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.